Es steht zur Diskussion, das Fusser Postamt zu schließen. Was sagen Sie dazu? Das ist eine Sauerei. Und warum? Ja, weil wir brauchen sie da, oder? Wir gehen immer da auf der Post, oder? Und sonst muss man wieder weg. Oder? Und alte Leute, da müssen sie da her, oder? Das ist klar, nicht? Ich finde das ein Witz, weil wir haben sonst kein Postamt und das brauchen wir einfach. Und das ist tipptopp da, also ich denke nicht, dass das irgendjemand stört. Ja, also es sind immer die Bevormundungen von den Höheren und die Kleinen bleiben auf der Strecke. Also ich finde es nicht gut, dass das Postamt wieder geschlossen wird, nur für die älteren Leute ist es nicht annehmbar. Also ist die Zukunft ist für Fusach sicher nicht gut gestellt. Also das finde ich nicht gut. Ich komme da öfter her, Pakete aufgeben. Ich habe Verwandtschaft in Tirol. Da muss ich oft wieder Pakete aufgeben und das ist einfach fein, wenn es im Dorf ist. Ja, ich finde es eigentlich nicht gut, weil meine Mama eine Firma hat. Doch das ist schon praktisch, wenn eine im Ort ist. Vor allem hat man es einmal geschaut. Und es war eigentlich so, dass der Umsatz erreicht ist. Also von dem her verstehe ich nicht, wieso es mal doch nicht so ist. Der Fussacher Bürgermeister Ernst Blum setzt sich stark für den Erhalt des Postamtes hier ein. Unterstützen Sie ihn dabei? Wohl. Das tun wir ihm unterstützen, ja. Sicher, auf jeden Fall. Immer. Also ich unterstütze ihn überhaupt ein, weil ich finde es sehr gut, dass er sich für uns Bürger einsetzt.